Hey Leute, heute stehe ich mal auf der Straße, weil die Halle voll ist mit anderen Aufträgen. Diesen herrlichen EQV hier haben wir gestern schon gemacht. Jetzt kann ich euch mal die Umgebung so ein bisschen zeigen. So sieht's aus hier rundherum. Schönes Gewerbegebiet, McDonalds und alles, was du brauchst. TDM, Jisk, was zum Hundefutter kaufen und jede Menge renommierte Betriebe. Und wir. Jedenfalls ein EQV haben wir gemacht. Total schönes Auto. Und Näheres gibt's gleich dazu. Ich habe natürlich auch ein Video für euch, in dem ich erzähle, was da Besonderes dran ist und was da vielleicht auch nicht so Besonderes dran ist. So denn. Ich habe ja lange kein Video mehr gemacht über eine V-Klasse. Ist ja auch unnötig. Eigentlich sind wir mit dem Thema ja durch. Die Leute wissen, dass wir das machen. Wir machen auch im Moment zumindest überwiegend V-Klassen. Das ist kein Ding. Aber das hier, ihr habt es gesehen, dieses wunderschöne Fahrzeug. Schön ist das ja wirklich. So mit dem ganzen Chrom und dem ganzen Weiß und so. Und ganz ohne Tankstutzen. EQV, voll elektrisches Fahrzeug. Der hat eine Burmeisteranlage drin, die sich von der in den normalen V-Klassen nur durch einen besseren Klang unterscheidet. Von Haus aus schon. Warum klingt die besser? Weil das Auto so leise ist. Ja? Die Anlage an sich klingt nicht anders, aber es klingt in dem Auto tatsächlich schon besser, als wenn da hier so ein Dieselmotor drin rumtobt. So hörst du nämlich gar nichts, nur ein paar Windgeräusche und das war's. Also man hat schon viel mehr von der Musik, schon von Haus aus. Nichtsdestotrotz haben wir aber das Problem, dass wir praktisch überhaupt gar keinen Tiefbass haben, keinen richtigen Tiefbass, nur so ein Blähbass, so ein poltriger, dröhnigerer Blähbass. Und du kannst am Equalizer-Regler hindrehen, wo du willst. Das dröhnt mehr oder weniger, aber so richtig Bass kommt halt nicht zustande. Liegt an der geringen Leistung des Burmeister-Verstärkers. Und es ist auch praktisch überhaupt gar kein Hochton da. Das also ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum die das nicht anders machen. Ne? Der Hochtöner wäre ja da, der könnte ruhig spielen, aber so ist es so, dass wenn du bei dem Ding hier mal so auf 3/4 Lautstärke drehst, was jetzt keine hohe Lautstärke ist, ne? Ist ja immer noch so, dass man das gut hören kann. Dann ist hier einfach kein Hochton da. Da fehlen 10 dB original. 10 dB entspricht dem Hochton schon weniger als der Hälfte, wie es eigentlich sein müsste. Ne? Also wenn das bloß noch halb so laut spielt, dann ist es praktisch aus. Dann hörst du den kaum noch. Also dass da vorne Lautsprecher drin sind, das nimmt man eigentlich im Originalbetrieb gar nicht so richtig wahr. Da kommt einfach keine klangliche Bühne auch zustande. Alles findet nur hier so auf Kniehöhe statt. Das murmelt irgendwie rum. I don't know. Warum sie es nicht anders machen. Wir machen es jedenfalls anders. Wir haben ja unsere schöne 6-kanälige Muse WM6 reingebastelt, wie wir das eigentlich immer so machen. V3, also in der dritten Software- und Hardware-Variante im Moment, die betreibt uns das Frontsystem, Türlautsprecher, Hochtöner, hintere Schiebetürlautsprecher und einen neuen Kicker-Bass im alten Gehäuse. Ne? Hochtöner sind auch neu reingekommen. Mit hausgefertigten Frequenzweichen von uns. Man hätte das hier auch mit einer 8-Kanal-Endstufe bauen können, als Vollaktivsystem. Aber ich muss mal ganz ehrlich gestehen, wir haben das jetzt in letzter Zeit sehr oft gebaut. 8-Kanal, 6-Kanal, immer so im Wechsel. Es gibt Unterschiede. Die 8-Kanal-Variante ist praktisch so, dass man dann die Lautsprecher vorne, die Hochtöner und die Türlautsprecher einzeln einstellen kann, also ich kann die einzeln einstellen, kriege da so ein kleines bisschen noch das letzte bisschen Klarheit aus dem Klang gekitzelt. Dagegen spricht allerdings bei der D8, dass die halt weniger Leistung hatte als die M6, was prinzipiell jetzt nicht so riesig auffällt, aber der Klarheitsgewinn fällt auch nicht riesig auf. Das heißt, die Unterschiede sind schon gering, der Preisunterschied ist aber schon da. Die 8-Kanal-Endstufe kostet schon fast 200 Euro mehr und dann musst du noch die Hochtöner neu installieren und so weiter, Kabel dahin ziehen und so. Also die Gesamtinvestitionen beim Vollaktivpaket sind schon wenigstens 300 bis 400 Euro mehr und ich sehe die einfach nicht. Ja, ich sehe die einfach nicht, ich sehe es einfach nicht, ich höre es nicht. Wenn ich Probe höre, so eine 6-Kanal-Variante mit der M6, die stärkeren Kanäle hat, wo die auch die Türlautsprecher ordentlich in Bewegung versetzt, ich sehe einfach nicht den klanglichen Vorteil, der dem preislichen Nachteil gegenübersteht, gesund gegenübersteht. Deswegen sage ich, okay, die 8-Kanal-Variante bitte nur, wenn zwei Dinge zutreffen. Erstens, wenn wir vorne im Armaturenbrett einen besseren oder einen viel teureren Hochtöner einbauen, zum Beispiel einen Andrian Audio A25,
dann könnte man das machen. Und wenn vielleicht zwischen die Sitze hier diese Lederkiste von uns kommt, mit diesem Diamond-Cut-Muster, die ihr vielleicht kennt, in anderen Videos, schenkt das vielleicht mal dran, das andere Video, wo ich die Kiste vorstelle, das Bassgehäuse mit Ablage. Wenn das zusammen so spielen darf, dann hat die 8-Kanal-Endstufe auch wieder ihre Berechtigung, weil das gibt dann ein viel harmonischeres Gesamtbild als mit der 6-Kanal. Aber hier in dem Fall haben wir gesagt, okay, wir sitzen 4 Kinder in dem Auto, wir wollen einfach nur, dass der Papa seinen Spaß hat, wenn die da mal nicht sitzen. Und dann bauen wir es mit 6 Kanälen. Das ist uns geklickt. Das ist ein Wahnsinnsding im Gegensatz zu vorher. So, wie gesagt, ob das Auto jetzt einen Verbrennungsmotor oder einen Elektromotor hat, das ist uns in dem Fall hier total wurscht. Hauptsache, wir dürfen das machen für euch.